そうそうそう。Das ist jetzt Zwerghamsterheim. Sieht man das? Das ist so dunkel, hm? Eine Häuser. Eine Wühlbox. Häuser. Da liegt der Zwerghamster drin, der schläft jetzt da drinnen. Das sieht man immer, wenn er die Streu davor gibt. Würde er seine Ruhe haben. Ja, und das habe ich jetzt geputzt. Ist da schon drüber. Jetzt mache ich mal den Sound von den Chinchillas. Das ist Chinchilla und Dello. Ich weiß gar nicht, ob du das schon so gesehen hast. Das ist die Inneneinrichtung. Die brauchen einfach ein Licht. So. Mein Beobachter. Okidoki. So. Das ist wie gesagt. Da sitzt mein Alte, die ist über 20. Nein, das ist mein Baby. Die ist noch nicht. So, das ist der Oberte. Ja, das ist 60. Das ist aber putzt. Das ist halt. Das sind halt dann Gebrauchsspuren. So schaut das aus, wenn viele Chinchillas leben. Müssen die irgendwann einmal sperren. Und streichen. So, das mache ich jetzt einmal zu. Okay, ein Schnecki. Jo, ein Schnecki. Ein Schnecki. So. So. Jetzt zeige ich den zweiten Tag. So machen. Hat da ein bisschen wieder noch Hand, gibt es nicht. Was? Nicht die Zetten. So. Den Blicker. Was da täglich haben. So, das ist das obere Stockwerk. Also ich bin jetzt nicht, wenn ich aufgemacht habe. Hallo Simba. Hallo Boni, die kommen aus einer jugoslawischen Wildtierfarm. Die waren nicht so geeignet. Simba. Sehr brav. Boni, Boni. Komm her, sie war immer schüchtern. So, das ist das Babels. Ich muss schauen, wo mein Alter teuer ist. Baby, Baby, Baby. Na komm her, mein Babymausi. Na, na, schnell. Komm, Baby, Baby. Baby, Baby. Na komm her, Schatz. Na, die Simba wird es aber gleich nicht mehr. Oh je, na dann, ich glaube, die Baby noch eines. Das ist die verrückte Cheetah, man sieht's, ein Frechdachs ohne Ende. Ein Frechdachs ohne Ende. Wo ist denn die Latoya? Ha? Wo ist die Latoya? Cheetah, Cheetah. Cheetah heißt sie deswegen, sie kann schreien wie Affe, wenn sie irgendwas will oder wenn sie irgendwas stört. Das ist nicht ein Zuckermäuschen. Das ist nicht ein Zuckermäuschen. Furchtbar, dass man sowas als Böds trunken kann. Ja, das ist ja noch reich. Siehst du, das muss ich mir alles auszuräumen und putzen, das ist halt auch ein Wahnsinn. Jetzt zeige ich dir mal uralte, da darfst du nicht schrecken, die schaut sehr ungepflegt aus, weil sie eben so alt ist. La Toya, wenn sie mal schläft, schläft, das ist schon der Chef, ist aber die Chefin. So. Ja, ich weiß, sie schmeckt echt gut. Ja, hier sind nicht viel Kisterle und Rierln. So, jetzt suchen wir die Latoya. Latoya! Wo ist die Latoya? Das ist ja ganz selten, dass ich meine Latoya nicht sehe. Latoya! Latoya. Oh, guten Morgen. Ja, wenn es einmal munter ist, ist es munter. Aber wenn es schaut, das einmal, Ude. Latoya. Es
war immer die Chefin. Das ist die Latoya, die Chinchilla-Mörderin, die zu uns kam. Ja. Latoya? Latoya, sie ist blind. Deswegen sind auch eigentlich die ganzen Zwischenetagen, damit ihr nichts passiert. Latoya! Manchmal ist es ein bisschen tierisch, ja? Latoya, komm! Latoya! Latoya! Ja, fein! Schau mal, Schnittchen, was ist ja mein Schatzi? Jetzt wird sie schon dünner. Oh, sie ist schon wirklich eine Oma. Latoya, ja, Urli, Urli, Oma. Über 20, und seit 2009 bei uns. Eigentlich hätte sie nur mal einen Gnadenplatz gekriegt. Aber, ja, wenn man sieht, gell, Latoya. Na, komm her mal. Komm her, mein Schatz. Komm her, Latoya. Komm her, mein Schatz. Ja, komm her, Mädchen. Das ist nicht zuckersüß. Ja. Gell, ja. Mama liebt es ja. Das ist ja immer bei die Omi so gern. Chita, bleib drin. Gigi. Das soll ich gar nicht mehr. Willst du wieder einen Ausflug machen? Ha. Das ist meine verrückte Chita. Die haben es zurückgelassen. Die haben es zurückgelassen. In einer Wohnung. Mit ihrer Tochter. Ja. Das ist die Tochter. Das ist die Chita. Ah, die Baby. Und die haben aus der Otto Probst gerettet. Das kleine Midi. Gell? Die ist in einem Aquarium gesessen. Jugo-Kinder ohne gar nichts. Prinzi. Prinzess, komm, Schatzi, komm. Ja, freilich. Kriegst du ja noch, brauchst niemanden verstehen. Gell? Ja. Manchmal ein bisschen unbeholfen. Na, du bist ein bisschen unbeholfen. Au, oh, das ist mein Nobel. Gell? Zwitschen, Krampus. Ja. So, jetzt geht's heute machen, sollten wir eigentlich schlafen. So, liebe Susi, das ist Jana Reich. Und das ist meine Saustelle, die ich jetzt machen muss.